Die Lebenskraft oder der rhodische Genius. Eine Erzählung. Die Syrakuser hatten ihren Poenkile wie die Athener. Vorstellungen von Göttern und Heroen, griechische und italische Kunstwerke bekleideten die bunten Hallen des Portikus. Unablässig sah man das Volk dahin strömen, den jungen Krieger, um sich an den Taten der Ahnherren, den Künstler, um sich an dem Pinsel großer Meister zu weiden. Unter den zahllosen Gemälden, welche der emsige Fleiß der Syrakuser aus dem Mutterlande gesammelt, war nur eines, das seit einem vollen Jahrhundert die Aufmerksamkeit aller Vorübergehenden auf sich zog. Wenn es dem olympischen Jupiter, dem Städtegründer Zekrops, dem Heldenmut des Harmodius und Aristogiton an Bewunderern fehlte, so stand doch um jenes Bild das Volk in dichten Rotten gedrängt. Woher diese Vorliebe für dasselbe? War es ein gerettetes Werk des Apelles oder stammte es aus der Malerschule des Kallimachos her? Nein, Anmut und Grazie strahlten zwar aus dem Bilde hervor, aber an Verschmelzung der Farben, an Charakter und Stil des Ganzen durfte es sich mit vielen anderen im Poikile nicht messen. Das Volk staunt an und bewundert, was es nicht kennt, und diese Art des Volks begreift viel unter sich. Seit einem Jahrhundert war das Bild aufgestellt und ohnerachtet Syrakus in seinen engen Mauern mehr Kunstgenie umfasste als das ganze übrige meerumflossene Sizilien, so blieb der Sinn desselben doch immer unenträtselt. Man wusste nicht einmal bestimmt, in welchem Tempel dasselbe ehemals gestanden habe, denn es ward von einem gestrandeten Schiffe gerettet, und nur die Waren, welche dieses führten, ließen ahnen, dass es von Rhodos kam. An dem Vordergrunde des Gemäldes sah man Jünglinge und Mädchen in eine dichte Gruppe zusammengedrängt. Sie waren ohne Gewand, wohlgebildet, aber nicht von dem schlanken Wuchse, den man in den Statuen des Praxiteles und Alkamenes bewundert. Der stärkere Gliederbau, welcher Spuren mühevoller Anstrengung trug, der menschliche Ausdruck ihrer Sehnsucht und ihres Kummers, alles schien sie des himmlischen oder götterähnlichen zu entkleiden und an ihre irdische Heimat zu fesseln. Ihr Haar war mit Laub und Feldblumen einfach geschmückt. Verlangend streckten sie die Arme gegeneinander aus, aber ihr ernstes, trübes Auge war nicht nach einem Genius gerichtet, der von lichtem Schimmer umgeben in ihrer Mitte schwebte. Ein Schmetterling saß auf seiner Schulter und in der rechten hielt er eine lodernde Fackel empor. Sein Gliederbau war kindlich rund, sein Blick himmlisch lebhaft. Gebieterisch sah er auf die Jünglinge und Mädchen zu seinen Füßen herab. Mehr Charakteristisches war an dem Gemälde nicht zu unterscheiden. Nur am Fuße glaubten einige noch die Buchstaben zu bemerken, woraus man, denn die Aquarianer waren damals nicht minder kühn als jetzt, den Namen eines Künstlers
den Namen eines Künstlers Zenodorus, also gleichnamig mit dem späteren Kolossgießer, sehr unglücklich zusammensetzte. Dem rhodischen Genius, so nannte man das rätselhafte Bild, fehlte es indes nicht an Auslegern in Syrakus. Kunstkenner, besonders die Jüngsten, wenn sie von einer flüchtigen Reise nach Korinth oder Athen zurückkamen, hätten geglaubt, alle Ansprüche auf Genie verleugnen zu müssen, wenn sie nicht sogleich mit einer neuen Erklärung hervorgetreten wären. Einige hielten den Genius für den Ausdruck geistiger Liebe, die den Genuss sinnlicher Freuden verbietet. Andere glaubten, er solle die Herrschaft der Vernunft über die Begierden andeuten. Die Weiseren schwiegen, ahneten etwas Erhabenes und ergötzten sich am Poikile, an der einfachen Komposition der Gruppe. So blieb die Sache immer unentschieden. Das Bild ward mit mannigfachen Zusätzen kopiert, in Reliefs geformt und nach Griechenland gesandt, ohne dass man auch nur über seinen Ursprung je einige Aufklärung erhielt. Als einst mit dem frühen Aufgange der Plejaden die Schifffahrt ins Ägäische Meer wieder eröffnet ward, kamen Schiffe aus Rhodos im Hafen von Syrakus an. Sie enthielten einen Schatz von Statuen, Altären, Kandelabern und Gemälden, welche die Kunstliebe der Dionyse in Griechenland hatte sammeln lassen. Unter den Gemälden war eines, das man augenblicklich für ein Gegenstück zum rhodischen Genius erkannte. Es war von gleicher Größe und hatte ein ähnliches Kolorit, nur waren die Farben besser erhalten. Der Genius stand ebenfalls in der Mitte, aber ohne Schmetterling. Mit gesenktem Haupte, die erloschene Fackel zur Erde gekehrt, der Kreis der Jünglinge und Mädchen stürzte in mannigfachen Umarmungen gleichsam über ihm zusammen. Ihr Blick war nicht mehr trübe und gehorchend, sondern kündigte den Zustand wilder Entfesselung, die Befriedigung lang genährter Sehnsucht an. Schon suchten die syrakusischen Altertumsforscher ihre vorigen Erklärungen vom rhodischen Genius umzumodeln, damit sie auch auf dieses Kunstwerk passten. Als der Tyrann Befehl gab, es in das Haus des Epicharmus zu tragen. Dieser Philosoph aus der Schule des Pythagoras wohnte in dem entlegenen Teile von Syrakus, den man Tycha nannte. Er besuchte selten den Hof der Dionyse, nicht als hätten nicht geistreiche Männer aus allen griechischen Pflanzstädten sich um diese versammelt, sondern weil solche Fürstennähe auch den geistreichsten Männern von ihrem Geiste raubt. Er beschäftigte sich unablässig mit der Natur der Dinge und ihren Kräften, mit der Entstehung von Pflanzen und Tieren, mit den harmonischen Gesetzen, nach denen Weltkörper im Großen und Schneeflocken und Hagelkörner im Kleinen sich kugelförmig ballten. Da er überaus bejahrt war, so ließ er sich täglich von dem Poikile und von da nach Knossos an den Hafen führen, wo ihm sein Auge, wie er sagte, ein Bild des Unbegrenzten, Unendlichen gab, nachdem sein Geist vergebens strebte. Er ward von dem niedern Volke und doch auch von dem Tyrannen geehrt.
Diesem wich er aus, wie er jenem freudig entgegenkam. Epicharmos lag entkräftet auf seinem Ruhebette, als der Befehl des Dionysos ihm das neue Kunstwerk sandte. Man hatte Sorge getragen, ihm eine treue Kopie des rhodischen Genius mitzubringen, und der Philosoph ließ beide nebeneinander vor sich stellen. Sein Blick war lange auf ihnen geheftet, dann rief er seine Schüler zusammen und hub mit gerührter Stimme an: »Reiß den Vorhang vor dem Fenster hinweg, dass ich mich noch einmal weide an dem Augenblick. Reiß den Vorhang vor dem Fenster weg, dass ich mich noch einmal weide an dem Anblick der reich belebten, lebendigen Erde. 60 Jahre lang habe ich über die inneren Triebräder der Natur, über den Unterschied der Stoffe gesonnen. Und erst heute lässt der rhodische Genius mich klarer sehen, was ich sonst nur ahnte. Wenn der Unterschied der Geschlechter lebendige Wesen wohltätig und fruchtbar aneinander kettet, so wird in der unorganischen Natur der rohe Stoff von gleichen Trieben bewegt. Schon im dunklen Chaos häufte sich die Materie und mied sich, je nachdem Freundschaft oder Feindschaft sie anzog oder abstieß. Das himmlische Feuer folgt den Metallen, der Magnet dem Eisen, das geriebene Elektrum bewegt leichte Stoffe. Erde mischt sich zur Erde, das Kochsalz gerinnt aus dem Meere zusammen und die Säure der Stypterie strebt sich mit dem Tone zu verbinden. Alles eilt in der unbelebten Natur, sich zu dem Seinen zu Alles eilt in der unbelebten Natur, sich zu dem Seinen zu gesellen. Kein irdscher Stoff, wer wagt es, das Licht diesen beizuzählen, ist daher irgendwo in Einfachheit und reinem jungfräulichen Zustand zu finden. Alles eilt von seinem Entstehen an zu neuen Verbindungen, und nur die scheidende Kunst des Menschen kann ungepaart darstellen, was er vergebens im Innern der Erde und in dem beweglichen Wasser- und Luftozeane suchtet. In der toten, unorganischen Materie ist träge Luft, solange die Bande der Verwandtschaften nicht gelöst werden, solange ein dritter Stoff nicht eindringt, um sich den vorigen beizugesellen. Aber auch auf diese Störung folgt wieder unfruchtbare Ruhe. Anders ist die Mischung derselben Stoffe im Tier- und Pflanzenkörper. Hier tritt die Lebenskraft gebieterisch in ihre Rechte zurück. Sie kümmert sich nicht um die demokratische Freundschaft und Feindschaft der Atome. Sie vereinigt Stoffe, die in der unbelebten Natur sich ewig fliehen und trennt, was in dieser sich unaufhaltsam sucht. Tretet näher um mich her, meine Schüler, und erkennet im rhodischen Genius, in dem Augenblick seiner jugendlichen Stärke, im Schmetterling auf seiner Schulter, im Herrscherblick seines Auges, das Symbol der Lebenskraft, wie sie jeden Keim der organischen Schöpfung beseelt. Die irdischen Elemente zu seinen Füßen streben gleichsam ihre eigenen. Die irdischen Elemente zu seinen Füßen streben gleichsam ihrer eigenen Begierde zu folgen und sich miteinander zu mischen.
Befehlend droht ihnen der Genius mit aufgehabener, hochglodernder. Befehlend droht ihnen der Genius mit aufgehabener, hochlodernder Fackel und zwingt sie, ihre alten Rechte uneingedenk seinem Gesetze zu folgen. Betrachtet nun das neue Kunstwerk, welches der Tyrann mir zur Auslegung gesandt. Richtet eure Augen vom Bilde des Lebens ab auf das Bild des Todes. Aufwärts weggeflogen ist der Schmetterling, ausgelodert die umgekehrte Fackel, gesenkt das Haupt des Jünglings. Der Geist ist in andere Sphären entwichen. Der Geist ist in andere Sphären entwichen, die Lebenskraft erstorben. Nun reichen sich Jünglinge und Mädchen fröhlich die Hände. Nun treten die irdischen Stoffe in ihre Rechte ein. Der Fesseln entbunden folgt sie wild nach langer Entbehrung ihrem geselligen Triebe, und der Tag des Todes wird ihnen ein bräutlicher Tag. So ging die tote Materie von Lebenskraft beseelt durch eine zahllose Reihe von Geschlechtern, und derselbe Stoff umhüllte vielleicht den göttlichen Geist des Pythagoras, in dem vormals ein dürftiger Wurm im augenblicklichen Genusse sich seines Daseins freute. Geh, Polykles, und sage dem Tyrannen, was du gehört hast. Und ihr, meine lieben Phradmon und Skopas und Timokles, tretet näher, und näher zu mir. Ich fühle, dass die schwache Lebenskraft auch in mir den irdischen Stoff nicht mehr lange bezähmen kann. Auch er fordert seine Freiheit wieder. Führt mich noch einmal an den Poikile und von da ans offene Gestade. Bald werdet ihr meine Asche sammeln.